Ich will nur noch was sagen zur Emanzipation, ja, weil das ist ein wichtiges Thema. Und bei uns, wir haben ein Mädchen im Blog, sie heißt Melanie. Oder Melanie oder so, ich weiß nicht genau. Wir sagen immer Melanie, weil hört sich arabischer an, weißt du? Nicht, dass sie sich ausgeschlossen fühlt, das wäre voll gemein. Deshalb, wir sagen immer Melanie. Und Melanie, sie ist aber so ein nerviges Mädchen, du weißt nicht. Ey. Sie kommt zu mir und sie fragt mich, ja, Gillette, ich will mal was wissen über eure Kultur. Ich so, Melanie, welche Kultur meinst du? Wir sind in gleiche Kindergarten gegangen. Was genau meinst du? Sie sagt, ja, nein, aber ihr seid ja Kanaken und ihr seid immer so unterdrückt und so, weil eure Frauen müssen immer Kopftuch tragen. Verstehst du, was ich meine? Deshalb, ihr seid unterdrückt. Ich bin nur so, Melanie, das ist nicht Unterdrückung, wenn ein Kopftuch, eine Frau ein Kopftuch trägt, das ist Tarnung. Wie bei Star Wars, die böse Seite der Macht, Darth Vader, verstehst du, was ich meine? Sie ist getarnt. Ihr denkt immer so, ich gebe euch ein Beispiel. Ihr seht ein Kopftuchmädchen in der U-Bahn. Sie sitzt so, wie ein Pitbull. Ihr Mann daneben so. Wer von denen ist unterdrückt? Rein optisch. Verstehst du, was ich meine? Glaub mir, vertrau mir, diese Frauen, die haben ihre Familie im Griff und noch 18 andere Familien. Glaub mir. Das sieht immer so aus, aber lasst euch nicht täuschen. Ganz ehrlich. Und dann sagt sie zu mir, ja, aber bei euch, die Frauen müssen immer hinter Mann laufen. Das ist richtig ungerecht. Ich so, Melanie. Sind deine Eltern Geschwister? Ich krieg nie eine Antwort, aber ich frage sie auch schon seit 100 Jahren die gleiche Frage. Ich sag, okay, ich erkläre dir das jetzt. Schon Tupac hat gesagt, das ist der Kanaken-Konfuzius, schon Tupac hat gesagt, du hast die Leute hinter dir, aber die Kugeln, die kommen von vorne, Melanie, von vorne. Stell dir vor, du hast deine schweren Aldi-Tüten, verstehst du? Du hast da alles drin, Eier, Mehl, Milch, alles ist da drin. Und du läufst, läufst, läufst und kommt ein Angriff von vorne. Was willst du machen? Eier, 79 Cent, ist teuer, du willst dich kaputt machen. Verstehst du, was ich meine? Ein Mann, er schmeißt sich davor, er macht Bodyguard für dich, verstehst du? Dann kannst du ganz in Ruhe deine schweren Tüten nach Hause tragen. Verstehst du? Konzept angekommen? Ganz ehrlich, ey, du bist wie meine Schwester, Ayşe Gül, ja, ey, so eine Integrationsnutte. Sie benutzt alle der, alle die, alle das. Ich bin nur so, Ayşe Gül, bei uns in unserer Familie, keiner versteht dich noch, es tut mir leid. Und sie kommt zu mir und sie sagt, ja, aber dein Freund, er ist nicht gut für dich, weil ich habe einen Freund. Er heißt Ayak Ahmed, er ist richtig Bombe, er ist so wie Scarface, ich schwöre, ey, er ist so Bombe. Er macht ganzen Tag dies, das, kennst du? Du kennst dies, das, du weißt diese illegal, egal, falls jetzt schon wieder Verfassungsschutz hier ist, wo ich bin, ist auch Verfassungsschutz meistens. Weißt du, was ich meine? Deshalb, nein, er ist richtig super, aber sie kommt zu mir und sie sagt, Mann, ich habe voll das Problem mit ihr. Ihr Freund heißt Matthias, ist ein Deutscher. Mann, ich habe ja nichts dagegen, aber doch nicht in Familie. Das geht zu weit. Und dann, sie sagt zu mir, ja, und er ist super, mein Freund, weil er kocht, er putzt, er räumt auf, er geht einkaufen. Machst du auch? Ja. Guck mal, ich habe zu meiner Schwester gesagt, Ayşe Gül, das ist ein Mädchen, okay? Das ist kein Mann. Ein Mann, mitschreiben, er kommt rein, er sagt, wo ist mein Chai, wo ist mein Börek, wo ist mein dies, das, Schlampe, halt die Fresse, das ist ein Mann. Verstehst du, was ich meine? So läuft das bei uns. Muss doch jeder wissen, wer was ist, oder nicht? Bei euch, diese Metro, manchmal, man kann euch optisch nicht unterscheiden. Man weiß nicht. Ist das Männchen, ist das Weibchen, verstehst du? Keine Augenbrauen, keine so eine Haare. Ihr müsst zurück, damit man erkennt. Ah, Uterus. Verstehst du, was ich meine? Ich sag nur Wahrheit, ich sag nur, wie ist, ganz ehrlich. Gibt's noch Fragen? Ich merke schon, sind mehrere Leute da, ja. Wunderbar, ja, ganz ehrlich. Deutsch-türkische Freundschaft und so. Habibti, von wo kommst du? Bist du Deutsche? So Copyright, nichts anderes dazwischen? Nicht zufällig polnisch mit eingemogelt? Nein, die Polen, die merkt man immer nicht, weißt du? Die haben richtig Glück. Das sind solche unsichtbaren Kanaken. Weil die sehen so aus wie ihr. Ja, ja, die kriegt man nicht so schnell, die Polen, ganz ehrlich. Deutschland, ja, was kann man machen? Ist alles nicht so leicht mit Vermehrung. Habibti, du musst Kurse geben, verstehst du?
Du musst so Dingskurse geben, dass die Leute wieder wissen, ja. Ich versuche mein Bestes, aber du weißt, manchmal freundschaftliche Überbrückung von Kultur zu Kultur. Ich hab's auch nicht leicht. Ich muss den ganzen Tag mein eigenes Klischee spielen. Ja. Alles, was ich dir erzähle, hast du dir ausgedacht über mich. Nur, dass du weißt. Auch Hauptschule, Hauptschule ist das hier. Hauptschule produziert das. Minderwertigkeit, verstehst du? Das hat Erdogan nicht gemacht, das ist nicht in Ankara passiert, das hier in Deutschland passiert, nur dass ihr wisst. Verstehst du? Ja, darüber muss man reden, ganz ehrlich. Ja, ja, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Dankeschön. Aber jetzt, wo sowieso die Situation brandgefährlich ist mit dieser AfD, du weißt doch, Hitler hat auch mit NSDAP, er hat 18,3 Dings Stimmen. 3 Jahre später wurde 40%. Deshalb, wir müssen diese AfD-Watch machen. Alles, was die machen, ist grundgesetzfeindlich. Ihr habt ein Gesetz von Grund, wusstest du? Kennst du Artikel 3, Absatz 3? Das ist das, was ich meine. Wieso kennt ihr eure eigene Grundgesetz nicht? Verstehst du? Wieso müssen wir euch erklären, wer ihr seid? Es geht's nicht so. Ihr müsst diese Scheiße kennen. Ist ein super Ding. Grundgesetz ist so wunderschön. Ich habe einmal gelesen, ich habe von Flüchtlingen geklaut. Die machen jetzt gerade so umsonst geben mit arabischer Übersetzung, weißt du? Ich habe genommen, ich habe gelesen, ich war nur so Bombe. Das ist unsere Grundlage? Mashallah, Jane. Wer würde das nicht wollen? Verstehst du? Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, Bumsdings. Verstehst du? Super. Ich finde mega, ihr sollt noch mal in dieses Grundgesetz gucken, weil alles, was AfD macht, ist illegal. Komplett illegal. Die müssten eigentlich Asyl beantragen, aber sie schaffen ja gerade ab. Also deshalb, man kann auch nicht, man weiß auch nicht. Nein, ich finde, wir sollten uns langsam mal auf eine Sache konzentrieren. Guck mal, ich bin nicht schlau, aber ich bin auch nicht doof. Weißt du, was ich meine? Und deshalb will ich dir eine Sache sagen. Wir leben in einer Welt, wo du von ARD-Nachrichtenmagazin, du hörst, ja, 68 Menschen besitzen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung besitzt. Schamlos, in deine Fresse rein. Und du sitzt da mit deinem Hartz IV, verstehst du, und du bist nur so, ach so? Deshalb möchte ich euch eine Sache sagen. Ja, wir können noch 100 Jahre machen, Deutsch ist super, Kanaken sind scheiße, oder umgekehrt, Kanaken sind super, Deutsche sind scheiße. Aber ich finde, wir sollten uns mal langsam auf das einigen, was auch dein Grundgesetz sagt. Wir sind Nationalität Mensch. Nummer 1. Als allererstes. Nationalität Mensch. Nichts anderes. Und danach, wir machen diese ganzen Dings, wenn ihr unbedingt wollt, verstehst du, was ich meine? Worüber wir auf jeden Fall noch unbedingt reden müssen, ist White Privilege. Ich sehe so viele von euch hier. Und ich weiß, ihr wisst gar nicht. Wusstest du, du bist privilegiert? Wusstest du? Echt, ja, dann du bist eine aufgewachte White Privilege. Verstehst du, was ich meine? Ja, Alliierte nennen wir dich. Verstehst du, bei uns Alliierte. Sie ist gut. Keiner fasst sie an. Wer sie anfasst, kriegt einen Kopfnuss. Verstehst du, was ich meine? White Privilege ist eine wichtige Sache. Wir müssen drüber reden, weil ich kann schon verstehen, jetzt, wo diese Privilege wird weniger, weil immer mehr sind nicht mehr white, verstehst du? Jetzt natürlich kann sein, du wirst unsicher, du hast Angst, macht ihr das Gleiche wie wir mit euch, verstehst du? Deshalb macht dir keine Sorgen, machen wir nicht. Wir machen was ganz Neues, wo es kein Privilege gibt. Wir schaffen diese Privilege ab, verstehst du? Alle sind gleich scheiße. Keiner ist besser als der andere. Und ich glaube, das ist ein super Weg zur Völkerfreundschaft. Hatte das was von mir, eure Gillette Eiche. Dankeschön. 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 Danke sehr.